Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Sorry für das Mikrofongewackel. Willkommen zurück in der Welt von One Piece. Und ich werde einfach da weitermachen, wie immer. Und zwar wollten wir ja das Tor aktivieren. Dafür brauchen wir... Haben wir das eigentlich? Nein, das können wir nicht. Wo waren wir denn? Das nicht. Das, genau. Ah, genau, wir haben schon die Antidote. Sehr schön, also das Gegengift. Und uns fehlt noch drei von dem Grünen. Das sollte aber kein Problem sein. Das gibt schön die Ranken. Es gibt noch sehr viel Honig, viel Drink. Twisted Tree. Ich glaube, ich werde wohl ein paar der Ranken wegmachen müssen. Die brauchen wir ja jetzt sowieso noch nicht. Ja, was soll's. Event können wir immer noch erfüllen. Perfekt. Das heißt, wir müssen nur noch hinkommen. Was bei meinem Orientierungssinn natürlich nicht so einfach ist, aber egal. Ja, schwimmen wir heute mal ein bisschen mit Nami. Kann ich diese Attacke noch weiter ausbauen. Die FPS spinnen gerade ziemlich rum, aber egal. Rein in den Wald. Ich bin schon ganz heiß darauf zu kämpfen. Aber ich schaue mir auch gleich den Weg an, welcher denn am schnellsten ist. Rechts halten, dann links. Und dort geradeaus. Okay. So. Ach, eigentlich können wir gleich die Dinge einsammeln, brauchen wir ja eh noch mehr. Sonst müssen wir wieder zurücklaufen. Man sollte bei diesem Spiel echt alles mitnehmen, was einem das Spiel bietet. Sonst ändert man damit... Ja, sonst endet man nur damit, dass man am Ende doch wieder backtrackt. Und dieses Spiel hat einiges an Backtracking. Aber die... Ja, das heißt die gute Art. Ich meine, es ist schon, dass das... die normale Art zu backtracken, aber trotzdem, ja, mich stört's nicht und mir macht es sogar Spaß, sonst würde ich das Spiel ja nicht spielen. Von dem hier brauchen wir auch noch, oder? Ja, aber der will uns wohl nichts geben. Gut, fine by me. Genau, jetzt müssen wir anderer Weg gehen. Ja, okay. Ja, egal. Ab. Genau. Sehr schön, danke. Das wollte ich haben. Ja. Bam. Ah, die Attacke haut schon ordentlich rein. Au, 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 au. Was zur Hölle? Ich übel, wie aktiv die Gegner weghaut. Aua, komm her. Yeah. Boomerang-Technik for the win. Und bam. Ich liebe solche zeitversetzte Attacken. Oder wo man ein bisschen planen und ja, so kann. Ja. Da wir die gerade... Aua, das war nicht so gut. So, aber da haben wir zumindest wieder unsere Ivy, unsere schöne Pflanze. Warum? Mann, hab ich einen schlechten neuen. Egal, hier entlang. Man sollte sich auch nicht zu viel auf die Karte verlassen. Tja. Oh, gleich zwei Fluff. Damit sind wir unserer Angel auch schon etwas näher gekommen. Okay. Au, oh, genau in der Luft aufgeschossen. Nein, 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 nein. Aua. Aua. Nami, nicht sterben. Sonst müssen wir wieder zurücklaufen. Und das möchten unsere Zuschauer nicht sehen. Und das auch nicht. Komm jetzt.
So. Boah. Die zerstören sich eh gegenseitig. So. So. Aua. Aua. Ja. Das Spiel hat einige komische... Ja. Bugs kann man sie nicht wirklich nennen, aber solche komischen... Wie erklärt man das am besten? Egal. Diese komischen Momente, wo der Gegner dann plötzlich meilenweit wegfliegt, obwohl man ihn nur normal anhaut, weil er gerade zufällig gegen eine Wand fliegt oder so. Keine Ahnung. Weird. Schön die Pflanze hier massakrieren. Um das wieder voll zu heilen. Die Kamera macht das wohl nicht ganz so mit. Egal. Genau. Hier haben wir Smoker besiegt. Also geht's jetzt hier hoch. Smoker? Oder war das Stonekrieg? Oh Mann, egal. Immer schön Holz einsammeln. Hatte eigentlich in meiner Erinnerung, dass diese Twisted Trees anders aussahen. Aber okay. Bisschen Erfahrungspunkte sammeln, kann nie schaden. Ich glaube, die Attacke macht aber nicht so viel Damage. Das ist schon ein bisschen heftig. Ich meine, diese RT-Attacken, also... Warte mal, was sind das überhaupt? Also das sind die Schüttelattacken bei der Original-Remote. Aber diese sind immer etwas mächtiger. Und normalerweise haben die auch noch eine zweite Stufe, wie wir nachher bei Ruffy und so sehen werden. Schreibt übrigens mal in die Kommentare, was ihr denn am liebsten mögt. Also ich persönlich, mir ist es ja ziemlich egal, ob ich ihn jetzt Ruffy oder Luffy nenne, weil Luffy schon ein bisschen cooler klingt. Naja, aber nur minimal. Ich wechsle da irgendwie immer hin und her, vor allem je nachdem, mit wem ich gerade rede. Ja, mich würde mal interessieren, ob ihr lieber die japanischen oder amerikanischen Namen mögt. So wie Usopp anstatt Lysopp und so. Ich meine, die haben ja auch im Japanischen einen Sinn. Usopp, da steckt zum Beispiel das Wort Uso, also USO, drin, was im Japanischen so viel wie Lügen heißt oder sowas ähnliches. Ja. Ah, genau, diese blaue Früchte. Wäre auch noch ganz gut. So. Damit wir die auch noch bekommen. Übrigens, es kann gut sein, dass ich mal ein paar auslasse. Also, je nachdem, wenn ich gerade das Gefühl habe, dass das lohnt sich nicht oder ich bin einfach zu faul, dann lasse ich auch mal eine von diesen Fountain Berries aus. Wir werden da sowieso noch öfters drüber kommen. Und solange wir die Mehrheit davon sammeln, ist alles okay. Gott. Jetzt bin ich verwirrt. Darum. Wow, das gibt gerade übelst viel Clear Grass. Okay, hier können wir sehr gut Clear Grass farmen. Das wird mir gerade... Sehr klar. Uah. Okay. Alle bereit und los geht's. Hey, I'm getting something. Okay, let's go. Da sehen wir auch schon den nächsten Boss. Genau. Das nahm mir natürlich auch ziemlich cool. Aber die machen uns auch keinen Damage oder so. Gut. Dann kommen wir schon wieder zum nächsten Boss. Cool. Kann nicht schaden, sich ein bisschen vorzubereiten. Man weiß ja nie.
wie stark der wird. Das heißt, ich weiß es nicht mehr auswendig. Ja. Los geht's. Still, this is all too weird. What with this jewel in this island? What? What is this? This is all your fault. Just when the government was ready to play nice, you had to refuse to hand it over. Something's here. Huh? Time for you to give up. You fools don't even have a chance. Now you'll see the true power of the Kirin. Ja, eine coolere Intro-Sequenz für einen Endbosskampf kann es doch kaum geben. Ja, dieser coole Typ hier ist ein Mitglied der CP9, einer, sowas wie Geheimagenten in der One Piece-Welt. Eine geheime Truppe von Leuten, die sehr stark sind, gegen die Luffy auch schon gekämpft hat in der Anime-Serie. Und ja, wir haben kurz, die gesehen, wie hieß er nochmal? Luki? Irgendwie sowas, ja, ich weiß gerade nicht mehr den Namen von ihm. Er wird es uns sicherlich gleich sagen. Auf jeden Fall hat er die Giraffenfrucht gegessen. Mag auf den ersten Blick ziemlich unnütz sein, aber jede Teufelsfrucht hat ihre Fähigkeiten, wie man gleich sehen wird. Und seine ist nicht mal so schlecht. Er hat einen sehr guten Kampf gegen Zorro abgeliefert in der Serie. Mal schauen, vielleicht nehme ich auch gleich noch Zorro, um den Kampf mal ein bisschen nachzustellen. You still haven't seen the Kirin's true power. Kirin's ist, glaube ich, das japanische Wort für Giraffe. Also, ja. You? Is that why you're so full of yourself? Bist du deswegen so von dir überzeugt? Au, au. Ah ja, das war natürlich mies. Er ist sehr schnell, wie man gesehen hat. Ich werde erstmal den Kampf ein bisschen vorbereiten, nicht gleich Zorro nehmen. Au, 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 au. Das könnte tatsächlich unser erster Tod sein, aber ich möchte noch nichts... Wir sollten hier wirklich ein bisschen mit Bomben arbeiten. Bam. Das gibt uns zumindest etwas freier Raum. Er ist sehr schnell, aber gegen Usopps Sniping Skills kann er natürlich auch nicht ankommen. Bam. Aber Usopp kann auch im Moment noch nichts anderes. Ihr seht auch hier wieder, ich vermische die Namen ziemlich bunt. Also wundert euch nicht, das sind dieselben Personen, Usopp und Usopp, wie ihr sicherlich jetzt schon wisst. Bam. Sehr schön, jetzt nehmen wir mal eine andere Waffe, um die auch mal zu zeigen. Oh oh. Er hat seine Super-Attacke, wie man jetzt nicht mehr sieht. Okay, gerade eben hat er noch blau geleuchtet. Vielleicht liegt das auch wieder am Emulator. Ah, ne. Ah, vor allem zieht er verdammt viel ab.
würde es gern vermeiden, dass Lysop stirbt. Er kämpft sehr stark wie ein Schwertkämpfer. Was daran liegt, dass er original, also wenn er nicht verwandelt ist, auch wie ihr jetzt seht, mit Schwertern kämpft. Oh ja, schöner Stun. Ja, ich finde die Kämpfe einfach genial. Yeah, ich glaube, wir könnten das mit Lysop sogar schaffen. Oh nein. Oh. Okay, ich habe nichts gesagt. Gut, einen Charakter nehmen wir noch, bevor wir Zorro nehmen. Ach, wieso nicht, Luffy? So, ich würde sagen, was... Genau, all yours, Zorro. Oh oh. Puh, das ging noch mal ganz gut. Oh oh, nein! Zorro! Bisschen. Ach so, jetzt aber. Nein. Ja. Knapper könnte es ja gar nicht laufen. Und der nächste Orb. Ah, die nächste Art von Orb. Nächste Farbe. Und das nächste Siegel gebrochen. There's no doubt about it. Someone took the jewel from his master. Ja, da gibt es keine Zweifel. Jemand hat das Juwel geklaut von seinem Meister. That's why he came to take it back, isn't that right? Deswegen kam er hierher. Also, sie reden wieder über das kleine Viech. I don't think so. Why not? Just a hunch. A hunch? A hunch? Don't give me that. He doesn't want the seals opened. I'm not sure why though. Then stop opening them already. This is getting too weird. We should just let it go. No, I want to know what he's protecting and why. Once he gets like that, no one can stop him. Ja, ich werde natürlich versuchen, wie ich schon mal gesagt habe, glaube ich. Oder habe ich das schon mal gesagt? Auf jeden Fall bin ich gerade dran, die ganzen Episoden mit Untertiteln zu versehen. Also schaut, falls ihr den englischen Text nicht so gut versteht, dann könnt ihr euch in Zukunft die Untertitel ansehen. Ich werde die nicht gleich beim Video einfügen, sondern ich bin im Moment bei Episode 3 und werde nacharbeiten. Ja. Hey Luffy, what makes you think he's protecting the seals? Well, it's just a hunch. Another hunch? Well, why do you think we need to give that shovel back? Well, to be honest, it's a hunch. So you just have a hunch too. Shut up, I have refined sense possessed only by an experienced soldier. If they're both hunches, we need to figure out why one is right. Which one is right. Yeah. In that case, we should get moving. What's wrong, Long Nose? I have a chronic disease. I have not going there syndrome. Well, I'm going. Experienced soldier. Oh, man. Ja, schön. Die haben uns gleich wieder zurückgeholt. Auch gut, wir können nämlich jetzt in das nächste Gebiet. Da, 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 da. Aber erstmal noch kurz schauen, was wir bauen können. Müsste eigentlich was Neues. Joa, why not? A juice drink with popular with the ladies, served with special decorations. Ja, gut. Wen wollen wir diesmal aufwerten? Wir hätten am wenigsten.
Chopper. Nee, Nami. Gut. Ist ja auch für Frauen gedacht. Das können wir. Was? 3 Stück? Oh, cool. Sehr schön, können wir ordentlich upgraden. Aber nur die SP. Eigentlich wollte ich immer so gehen, dass ich demjenigen das Essen gebe, der am meisten davon profitiert. Also zum Beispiel bekommt Chopper von dem plus 13, also wieso nicht. Und jetzt Robin plus 12. Und jetzt die beiden, also nehme ich mal. Ja, sie, wieso nicht. Sehr schön. Hier brauchen wir noch einen Apfel. Hier können wir von dem hier bauen. Brauchen wir das? Hm. Na, ich behalte mal lieber die Zutaten. Wir brauchen noch 5 Fluffs. Okay, dann mal kurz speichern. Und auf geht's. Gut. Dann können wir mal so langsam Richtung nächstes Gebiet gehen. Aber wir brauchen erst noch andere Items. Bam, 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 bam. Ja. Ach. Wenn ich es gerade schon auswähle. So. So. Können wir jetzt das hier ausführen? Nein, eins fehlt immer noch. Das heißt, das können wir erst ausführen, nachdem wir hier den Endboss besiegt haben. Und wir werden später noch in die Gebiete zurückgehen, denn das sind nicht die einzigen Bosse, die es da gibt. Da gibt es noch einige mehr. Ha, jetzt geht's ins nächste Gebiet. Die Herbstruinen, wie man nur unschwer erkennen kann. Is it a bit chilly here, or is this what they call trembling with excitement? No, the climate changed. Unbelievable. Multiple seasons on one island simultaneously. Ja, wie sie so schön gesagt hat. Hier gibt es nämlich nicht nur unterschiedliche Stile, Architekturstile oder wie man das auch immer nennen kann, sondern eben auch unterschiedliche Jahreszeiten auf dieser Insel. Sehr schön. Hier gibt es natürlich auch wieder ganz neue Rohstoffe und Insekten und da ist auch schon eins, aber Zorro dürfte nicht der Richtige sein, um das fangen zu können. Okay, erstmal die Filmsequenz anschauen. Gut. Läuft einfach an dem Frosch vorbei, den ich gerade fangen wollte. Hey, look! It looks like he went on ahead. On a much more dangerous route. I don't care what you're protecting. If you're going to attack us, I won't hold back. Someday, one of us will become the greatest swordsman in the world. Let's compete to see who gets there first. Dummy, you're not that strong. It's a promise. Promises. Let's go. Things are starting to get a little more interesting. Ah, schade, dass in den Filmsequenzen die Frames ordentlich runtergehen, aus irgendeinem Grund. Das hat bisher noch nicht gestört, aber ich habe schon gemerkt, diese Herbstruinen, die beanspruchen, ja, den Prozessor etwas mehr. Hey, dich wollte ich fangen.
Nein, tauscht mich nicht ab. Komm, 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 komm. Okay. Zorro will den offenbar nicht fangen. Hallo? Ah, endlich. Crazy Frog. Yeah, Special Oil. Und ich möchte gleich nochmal einen fangen, weil das wird sehr wichtig. Und dann können wir eigentlich auch gleich nochmal kurz zurückgehen und das bauen, weil, ja, wie schon gesagt, wichtig und so. Okay, im Kampf möchte er offenbar das nicht machen. Es taucht auch ein neuer Gegnertyp auf. Die Agenten von, ja, den, also Geheimagenten im Prinzip, haben was mit der CP9 zu tun, von der ich euch schon erzählt habe. Eventuell muss ich für die nächste Aufnahme mir was einfallen lassen, damit es nicht so ruckelt. Ich würde ja gerne nur mit 30 FPS aufnehmen und mit 60 FPS spielen. Das wäre ja völlig okay, da, wenn es nur jeden zweiten Frame aufnehmen würde. Das wäre schon für den Prozessor, für die Festplatte und alles. Und ich könnte die Qualität dann sogar noch hochschrauben. Aber es geht leider nicht. Wenn ich auf 30 FPS bei der Aufnahme stelle, dann habe ich auch nur 30 FPS im Spiel. Und ja, jemand, der sich etwas mit Spielen auskennt, vor allem mit Konsolenspielen, weiß, dass Konsolenspiele, wenn sie auf einem Emulator gespielt werden und sie laufen mit mehr FPS, dann laufen die Spiele auch schneller. Wenn sie mit weniger FPS laufen, laufen die Spiele auch langsamer. Obwohl der Sound dann trotzdem gleich schnell läuft. Das bei PC-Spielen ist das anders. Ja. Hallo? Okay, der will nicht gefangen werden. Gut. Du musst aber. Ach, endlich. Oh, da hinten habe ich noch was gesehen. Auch sehr wichtig. Hätte ich fast vergessen. Ja, in diesem Gebiet werden wir uns sehr lange aufhalten. Wenn ich mich richtig erinnere. Yeah. Well, I can make out more if I can make medicine for everyone. Haha, our ship's doctor is certainly enthusiastic. Then I gotta make him some better tools and stuff. You can do that for me, Frankie? Of course. Experimental tools. Hey, reindeer gorilla, it's not super, is it? You need better tools, right? Let me fix that. Ja, wir haben gerade Kristalle aufgesammelt. Ich finde es immer schön, dass sie erst das Item zeigen, dass man mit den Rohstoffen bauen kann, bevor sie das Item zeigen, was man gerade eingesammelt hat. Naja. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal kurz zurück. Man. an der Stelle habe ich ihn bisher noch nicht gesehen. Okay. Man lernt immer wieder was Neues dazu. Los. Zorro. Mach schon. Ich glaube, ihr hört im Hintergrund mein Joystick-Geklapperer. Das möchte offenbar nicht ganz so, wie ich es will. Und... Genau. Gleich mal 3 Stück herstellen. Ich glaube, wir brauchen nämlich mehr von denen. Okay, hold on. Ich glaube, Item Storage reicht. Wir brauchen das nicht mit uns zu führen. Müssen wir irgendwas anders bauen? Nö. Nee. Oh, Bomben würde ich gerne mal wieder bauen. Gute Idee.
sehr wichtig. Und sonst... Nö, sind gerade nichts. Mal nochmal speichern. Ja, und ich würde sagen, hier ist ein schöner Punkt, dann wieder mit der Folge aufzuhören. Euer Headset-Sniper. Bitte abonnieren, kommentieren, favorisieren. Vor allem die Kommentare, bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe jetzt noch nicht so viele Kommentare. Bis zum nächsten Mal.